Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar, ihr seht es ja hier schon, Resident Evil 7 Biohazard. Ich konnte einfach nicht widerstehen, da ich ja die anderen Teile auch schon sehr, sehr viel gespielt habe. Also Resident Evil 1, 2 und so weiter. Eigentlich alles bis Resident Evil 6, aber Resident Evil 6 habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Das war mir einfach zu viel Geballer, zu viel Action. Das war einfach nicht mehr das Resident Evil, wie man es eigentlich aus den alten Teilen kennt. Der Teil soll ja wieder zu seinem Ursprung ein bisschen zurückkehren, also nicht zu der Spielmechanik, sondern ja schon Spielmechanik, aber eher halt zu dem Horrorartigen, sage ich mal. Und auf das freue ich mich schon richtig. Wir werden zwar sehr oft sterben, ich werde das Spiel auch ganz, ganz langsam spielen, weil ich halt so wenig wie möglich übersehen will und das Spiel natürlich auch genießen will. Also ich bin kein Speedrunner, seht ihr auch in meiner Beschreibung. Ich will es ganz, ganz in Ruhe spielen und das halt genießen. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Es wurden keine Speicherdaten gefunden. Sie müssen neue Speicherdaten erstellen, um Ihr Spiel zu speichern. Ohne Speicherdaten können Sie kein neues Spiel starten. Ja, das ist schon klar. Neue Speicherdaten erstellen? Jawohl. Dieses Spiel verfügt über eine automatische Speicherfunktion. Okay, wie halt in den anderen Spielen auch. So, Sprachausgabe Deutsch, Anzeigesprache Deutsch, Untertitel mache ich ein. Dann könnt ihr auch wirklich in Cut-Sequenzen, weil da werde ich ja halt nicht reden. Da könnt ihr das halt dann mitlesen auch. So, weiter. Sichtbar, kaum sichtbar. Die Hälfte so, dass die Münzen entsprechend sichtbar ist. Ja, ich mache das jetzt mal für euch ein bisschen heller alles. Dass ihr auch in dem Video alles seht, weil ihr seht ja bei weitem nicht die Qualität, mit der ich spielen tue. Okay. Renet einstellen. Renet ist ein komplett kostenloser Service, der sich noch tiefer in die Welt von Resident Evil eintauchen lässt. Stellen Sie weltweit anerkannte Rekorde auf. Wetteifern Sie mit Elite-Spielern aus der ganzen Welt um Ranglistenplätze. Mit nur einem Klick werden Sie im Renet verbunden. Möchten Sie Ihr Spiel dort im Renet übertragen? Boah, soll ich das machen? Na. Nee, ich mach's mal nicht. Das spielen wir komplett offline. Okay, das kann man jetzt halt wieder ändern. Das kann ich ja vielleicht. Muss ich mal schauen, ob ich das Spiel auf Platin mache. Vielleicht mache ich es im zweiten Durchgang dann. Wenn Sie sich während des Spiels unwohl fühlen, sollten Sie eine Pause. Ja, bla. Okay. Option, kann man hier noch die Schwierigkeit einstellen? Ich wollte eigentlich schon nicht auf Easy spielen. Okay, kommt anscheinend. Wollen wir mal Spiel starten. Jetzt, achso, jetzt kommt's. Okay. Machen wir natürlich auf normal. Auf einfach kann es ja jeder. Und ich habe mich nicht spoilern lassen. Also ich gehe hier blind in das Spiel rein. Ich habe nur ein bisschen nachgelesen vom Schwierigkeitsgrad und so weiter. Und es sollte noch einen Schwierigkeitsgrad geben. Aber der wird erst nach dem ersten Durchgang freigeschaltet. Aber jetzt schauen wir uns mal die Cutscene an. Viel Spaß, Leute. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Okay. Wurde anscheinend in Ethan seine Frau entführt. Ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja,
Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Ah, okay, wir können schon umsehen. Anscheinend sind wir jetzt hier in Louisiana. Bundesstaat von Amerika. Und ich denke mal, dass wir seine Frau jetzt suchen. Das schaut schon sehr geil aus. Hier sollte es sein. Okay, Leute, ich spiele auf der PS4. Zwar nur auf der normalen PS4, also nicht die PS4 Pro. Aber dafür, dass die normale PS4-Version ist, sieht verdammt gut aus. Okay, wir müssen uns durch den Sumpf durchschlagen, Sumpfgebiet. Okay, Spielenweise ansehen. Mia finden, alles klar. Okay, Karte, Akten, zur aktuellen Position, okay. Okay, mit der Steuerung müssen wir dann jetzt im weiteren Spiel, werden wir bestimmt alles ein bisschen erklärt kriegen von der Steuerung her. Gehen wir hier entlang, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, L3 laufen, das habe ich auch gerade gemerkt. Okay. Okay, Zeitung. Schließ dich uns an. Join us. Swear Getters EP Projektvorschlag. In ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. Okay. Dann müssen wir jetzt hier lang. Nimm ihre Gabe an. Okay, wir gehen jetzt mal hier lang. Oder ich probiere erstmal, ob ich das Tor aufmachen kann. Das lässt mir meistens immer keine Ruhe, wenn ich jetzt nicht weiß, ob es jetzt hinten weitergeht oder nicht. Oder muss ich da erst einen Schlüssel finden? Ist ja in den Resident Evil Teilen eigentlich Standard, dass man erst Schlüssel finden muss, wenn man irgendwo rein will. Okay. Okay, gut. Ist verschlossen. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Schlüssel oder sowas finden. Oder so vielleicht so ein Bolzenschneider, weil ein Schloss war ja an der Kette eigentlich nicht dran, gell? Okay, dann kann ich ruhigen Gewissens hier weitergehen. Wir wollen ja auch nichts übersehen, Leute. Nimm ihre Gaben an. Okay. Nehme ich an. Scheiß Fliegen hier. Was ist hier los? Ist hier irgendwo ein Kadaver, wenn hier so viele Fliegen sind? Oh mein Gott, was ist das? Okay. Auf R3 kann ich mich ducken. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Oh. Kann ich hier runter? Ne, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal dem Typen da hinterher. Boah, mein Gott. Boah. Gleich erst nochmal schreck. Ich bin sowieso ein bisschen schreckhafter. Das heißt schreckhafter. Ich mag so ein Spiel eigentlich schon, aber ich lasse meistens immer
leicht erschrecken, weil ich da mal so vertieft bin. Also seht's mir auch mal nach, wenn ich vielleicht mal nicht so viel in irgendeiner Passage reden werde. Nicht, weil ich keinen Bock habe zum Reden, sondern weil ich einfach nur extrem konzentriert bin dann. Okay, was ist das? So ein altes, runtergekommenes Haus. Ich will hier gar nicht runterspringen. Aber ich glaube, hier muss hier runter. Okay. So, hier ist eine Tasche. Hier untersuchen. Okay. Okay, Führerschein. Texas Drive Lizenz. Okay, mehr hat man jetzt nicht gesehen. Vielleicht noch irgendwas drin? Okay, Inventar. So, schauen wir mal, was ist das? E-Mail von mir. Ein Ausdruck, eine E-Mail von ihrer Frau mir, die seit 3 Jahren vermisst wird. Okay, sie ist seit 3 Jahren vermisst. Mias Führerschein. Er ist mit einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Kann ich mir das anschauen? Das wird wahrscheinlich irgend so ein komischer Dreck sein, also so ein Sumpfmodder. Okay. Kann ich noch irgendwas machen mit dem Führerschein? Kombinieren. Objekt benutzen wird auch nicht gehen mit dem Führerschein. Objekt wegwerfen. Ne, das machen wir nicht. Ich hoffe mal, dass es auch so Kisten gibt oder irgendwie sowas, wie in den anderen Resident Evil Teilen. Wo man sein Zeug ein bisschen lagern kann. Und wenn ihr aufmerksam auf meinem Kanal wart, ich habe die Resident Evil 7 Demo schon gespielt, also den Teaser. Das sage ich deswegen, weil mir das hier ein bisschen bekannt vorkommt. Und zwar aus der Resident Evil 7 Demo. Da mussten wir ja so eine Kassette, eine Videorekorder schicken. Da haben wir anscheinend so eine Erinnerung gesehen. Und das ist doch hier. Das ist doch hier der Platz, wo wir in der Demo waren. Schreibt es mal in die Kommentare rein, wenn das stimmt. Oder wenn ihr sagt, Andi, du hast jetzt Mist, das stimmt überhaupt nicht. Aber es sieht schon so aus. Damals war halt alles extrem dunkel, man hatte nicht viel gesehen. Ich will da gar nicht reingehen in das Haus. Uah. Kann man hier springen oder so? Nee. Okay, hier kann ich mich schützen anscheinend. Okay. Schnell da rausgucken. Da hinten noch irgendwas war. Hier war nichts. Steht ja schon offen und ungefähr komm rein. Dann kommst du nicht mehr raus. Jetzt wird wahrscheinlich hundertprozentig, wenn ich da reingehe, wird wahrscheinlich hinter mir die Tür zufallen. Ich sehe es kaum. Ah, habe ich da recht gehabt. Okay. Hier waren damals riesen Kadaver gelegen. Vielleicht kommt das später noch. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich will da gar nicht weitergehen, Leute. Oh, Tür öffnen. So, die Tür lassen wir offen, die mache ich nicht zu. Oder warte mal, vielleicht ist dahinter was? Nee, dann mach sie wieder auf. Hinter verschlossenen Türen, was ist denn das? Hä? Warum kriege ich da eine Trophäe, wenn ich die Tür zumache? Okay. Ist egal. Wir lassen die jetzt auf jeden Fall mal offen. Ja, wenn jetzt wirklich so ein Ding kommt oder was, dann kann ich nämlich wegrennen. Ich muss die erste Tür öffnen. Oh mein Gott. Okay, ist verschlossen. Okay, das kennen wir auch schon aus der Demo hier. Lecker. Eintopf. Oh, Mist! Mist! Da komplett die Messis hier, ey. So, hier. Drehen wir das Wasser zu.
Okay, was soll das sein? Irgend so ein Mädchen in einem Gang drin oder so? Okay. Okay, da ist die Karte. Das kann hier nicht verwendet werden. Okay, das glaube ich auch einen Schlüssel. Boah, ey. Okay, da ist ein toter Rabe drin. Lecker. Hat jemand Hunger? Okay, was steht da? Spaghetti. Net, was? Netto Flair 75. Mir Take. Okay. So, ich lasse es immer alles offen. Zum Beispiel sowas da. Mikrowelle oder auch Kühlschränke. Dann weiß ich nämlich, da war ich schon. Weil ich kann mir sowas nicht... längere Zeit hin, vergesse ich das ab und zu dann. War ich da schon, war ich da nicht, habe ich da schon reingeschaut und so. Weiß ich 100%, ich habe da schon reingeschaut. Gamizzi. Okay. Boah, was ist denn das? Boah, die Soundkulisse ist echt heftig. Da denkst du die ganze Zeit, irgendwie jemand steht hinter dir oder bewegt sich hinter dir. Okay. Okay, die Treppen kennen wir. Das war auch in der Demo. Was ist das für ein Zeug da drin? Okay, da ist nichts. Nichts ist da. Nichts. Bücher können wir auch nicht anschauen. Was ist denn das? Okay, eine komische Frau mit einem Sack auf dem Kopf. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Okay, gehen wir mal hier weiter. Die Treppen gehen wir später hoch. Hier scheint eine vernagelte Tür zu sein. Könnte genau unter der Treppe sein. Würde auch Sinn machen, weil... genau. Ja, das ist eine Tür. Vielleicht können wir die später irgendwie aufbrechen oder so. Okay. Scheint nichts zu sein. Schauen wir nochmal hier runter. Nö. Okay, im Spiegel sieht man sich nicht. So, das ist jetzt der Raum, wo wir damals in der Demo gestartet sind. Da weiß ich schon noch, dass im unteren Kamin da so ein Hebel war. Den werden wir gleich mal hebeln. Okay, was ist das? Eine halbnackte Frau. Sieht man da eigentlich nichts, oder? Und da liegt irgendeine Frau oder Mann im Bett. Boah, was ist denn das? Also. Ich weiß nicht, hört ihr das? Die ganze Zeit irgend so Türen zugehen, Tür öffnen, obwohl ich gar nichts mache. Okay, hier will eine Sicherung, das ist natürlich für die Treppen. Wie gesagt, in der Demo war das auch.
Okay, das schaut aus wie so eine Gefängnistür. So, das ist, glaube ich, die Baker Family. In etwas jüngeren Jahren. Mutter, Tochter mit zwei Kindern, alles klar. Gut, Leute. Hier ist natürlich der Hebel. So, okay, die Tür ist aufgegangen. Wie es aber jetzt hinter der Tür weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist sehr, sehr spannend. Sehr geile Soundkulisse, muss ich sagen. Und naja, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch über einen Daumen nach oben. Und ansonsten schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Andi.